Diese Sendung präsentiert Ihnen die Münchner Bank, die Herzensbank der Münchner. Liebe Zuschauer, ich begrüße ganz herzlich zu unserer Ostern-Sendung. Ja, also, und da habe ich mir zwei wunderbare Damen eingeladen, die im Übrigen einen wunderbaren Beruf haben. Sie sind beide Krankenschwestern. Die eine Dame sitzt hier zu meiner Rechten, sie ist Kinderkrankenschwester, und die andere Dame, sie sitzt ein bisschen weiter, Frau Flick, sie ist erwachsene Krankenschwester, Intensivkrankenschwester. Ja. Jetzt fangen wir doch mal mit Ihnen an, Frau Sellmeier. Was ist denn das Besondere an Ihrem Berufsbild? Ich habe vor über 20 Jahren überlegt, was ich werden möchte, und habe mich für die Kinderkrankenpflege entschieden, weil ich gerne mit Kindern gearbeitet habe und immer noch arbeite und weil es mir ein besonderes Anliegen ist, gerade im Moment mit den Säuglingen, mit denen ich arbeite, denen einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Mit den angeborenen Herzfehlern, die unsere Patienten haben, ist es für sie halt schwierig. Wir können inzwischen viel tun für die Kinder, dass sie ein gutes Leben haben, und das macht mir besonders Spaß. Inzwischen bin ich auch Stationsleitung, manage halt die Station noch, Personalmanagement, alles, was rund um die Mitarbeiter geht. Auch das macht mir sehr viel Spaß, weil wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, machen sie ihren Job gerne und machen sie ihren Job sehr gut. Und dann geht es auch den Patienten gut und vor allen Dingen auch den Familien. Weil bei uns ist nicht nur das Kind, sondern immer die Familie im Mittelpunkt. Frau Flick, Sie sind Intensivkrankenschwester. Ihr beide seid im Deutschen Herzzentrum, eine erste Adresse für Herz-Kreislauf-Geschichten, für Erkrankungen. Also wirklich ein wunderbares Krankenhaus. Beschreiben Sie doch mal Ihr Berufsbild. Ja, ich bin Krankenschwester für Erwachsene, gelernt vor 20 Jahren, und dazwischen ist viel passiert. Ich habe den Beruf gewählt, wollte eigentlich Polizistin werden, das hat aber dann nicht so funktioniert, und dann habe ich mir gedacht, werde ich Krankenschwester. Habe ein Praktikum im Altenheim gemacht, und es hat mich sehr interessiert, der Umgang mit den Patienten, das Weiterkommen mit den Patienten, zu gucken, was können wir optimieren, was können wir machen, damit es den Patienten besser geht. Habe dann die Ausbildung gemacht und bin anschließend direkt auf die Intensivstation, weil da war dann meine Leidenschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Den Patienten mit seiner schwersten Erkrankung zu pflegen, zu beobachten, ihm zu helfen, medizinisch zu unterstützen, die Zusammenarbeit mit dem medizinischen Personal, also mit den Ärzten, mit den Physiotherapeuten, das ist ein großes Spektrum, was man da bedienen kann. Man kann sich hervorragend weiterentwickeln, das muss man wirklich sagen. Man kann die Fachweiterbildung zusätzlich noch machen, das habe ich dann auch gemacht. Und ja, dann bin ich irgendwann im Herzzentrum gelandet, weil das die erste Adresse eben bei Google war, als ich mich beworben habe. Wie war denn das? Wie haben Sie sich da vorgestellt? Ja, ich hatte ein gutes Arbeitszeugnis. Ich kam aus der Schweiz mit der Fachweiterbildung und habe mich im Herzzentrum beworben. Und damals der Pflegedirektor hat mich direkt angerufen, ob ich kommen möchte. Es war schon fast zu schnell. So schnell war ich gar nicht und bin dann angefangen im Sommer vor 11 Jahren. Und ich fand das sympathisch, mitten in einem Wohnviertel, ein Haus aus Glas, überall war es hell, und es war sehr sympathisch, wo man reingekommen ist. Und das Vorstellungsgespräch war gut, die Erwachsenenstation, wo ich damals angefangen habe, Intensivstation, war sehr sympathisch, und ich habe gemerkt, hier kann ich das, was ich gelernt habe, im vollen Umfang anbringen. Man bremst mich nicht aus, und das hat mir sehr gut gefallen, und deswegen bin ich auch immer noch da. Frau Sellmeier, jetzt Ihre Kollegin sagte gerade, es braucht viel Leidenschaft. Jetzt haben Sie es ja mit Säuglingen zu tun oder mit Kleinstkindern, die ja nicht, sagen wir mal, über ihre Schmerzen reden können. Sie können weinen, sie können manchmal so kriegen einen roten Kopf und hören nicht auf. Was geht da in Ihnen vor? Ich meine, beschreiben Sie doch mal Ihr Berufsbild, ja, wo Sie merken, das Kind, das kleine Kind braucht jetzt Hilfe, Mama ist nicht da. Ich bin jetzt einfach mit meinem kleinen Patienten alleine. Was geht da bei Ihnen vor? Na, zuerst mal beobachten den Patienten. Das ist ein großer Teil unserer Arbeit. Die Patientenbeobachtung einfach, um herauszufinden, wo liegt das Problem. Warum schreit das Kind? Beschreiben Sie mal die Patientenbeobachtung. Wie geht das? Das Kind schreit. Man tritt erst mal ans Bett, versucht das Kind zu beruhigen. Weil manchmal ist es einfach nur das Problem, die Mama fehlt, oder
es ist ein kleines Kind, es schreit halt einfach. Das können die Babys nun mal am Anfang nur. Wenn sich nicht beruhigen lässt, dann ist es natürlich bei unseren Patienten immer, dass man auch auf die Problemsuche geht. Hat es Schmerzen, sind es Kinder nach den Operationen, müssen oder wäre vielleicht ein Schmerzmittel an der Zeit zu geben, was wir regelhaft geben, kurz nach den OPs. Ist das Kind vielleicht, möchte es einfach nur mal anders hingelegt werden, möchte es mal hochgenommen werden und einfach auf den Arm, um zu kuscheln, wie ganz normale Kinder. Das geht bei unseren Kindern natürlich. Oder Schnuller, genau. Geht bei unseren Kindern natürlich häufig nicht, je nachdem, wie viel Kabel am Kind hängen, die Überwachungskabel, Infusionskabel mehr oder weniger, kann man es natürlich nicht so einfach aus dem Bett nehmen. Dann hilft oft der Schnuller. Oder dann eben, dass wir den Eltern Bescheid sagen, ob sie kommen können, um mit ihrem Kind zu beruhigen. Und im schlimmsten Fall müssen wir natürlich auch mal Medikamente geben, um oder dann natürlich auch den Arzt rufen, der ja immer, genau, immer da ist. Ihr habt ja, sagen wir mal, keinen Ärztemangel, sondern eher einen Krankenschwesternmangel. Das ist ja im Grunde unglaublich. Beschreiben Sie doch mal Ihr Berufsbild. Also, ich meine, Sie haben es mit erwachsenen Patienten zu tun, die oftmals eine schwere Herz-OP hinter sich haben, schwerste Bypass oder einfach, ihr seid ja da wirklich Weltklasse im Deutschen Herzzentrum. Mhm. Aber jetzt wacht der Patient erstmal auf und jetzt sieht er die Frau Flick als erstes und er kann jetzt schon ein bisschen sprechen. Also will er natürlich wissen, wie ist die OP gegangen. Beschreiben Sie mal da Ihre Gefühle. Jeder Mensch ist ja anders. Ja. Ja? Also mir ist es immer ganz wichtig, dass wenn ich einem Patienten begegne, dass ich ihn möglichst gut kennenlerne vorher. Also dass man mir sagt, was war da, was hat er für eine OP gehabt, ich die OP kenne, ich auch weiß, auf was es jetzt ankommt in der Nachbetreuung. Und dann ist es wichtig zu wissen, wie geht man auf einen Intensivpatienten zu, wie begegnet man ihm als erstes, nämlich mit Ruhe. Und ihm Sicherheit zu geben, das ist sehr wichtig. Da spielt die Erfahrung eine Rolle, die Persönlichkeit, auch dass man auf die Situation intensiv Pflege sich einlässt auch. Und man betreut in der Regel zwei Patienten. Manchmal sind das natürlich auch drei Patienten. Und wenn dieser Patient aufwacht, dann ist es für uns immer am wichtigsten, dass wir am Patienten sind, an diesem Patienten sind, ihn mit Namen ansprechen, ihn kurz sagen, wer wir sind und dass die OP vorbei ist und erstmal alles soweit in Ordnung ist. Ja, und zu der medizinischen Auskunft kommt dann natürlich der Doktor dazu und erklärt, was genau in der OP, während der OP gemacht worden ist. Mhm. Ja. Aber jetzt haben Sie ja beide auch so eine emotionale Betreuung. Also der Patient fragt dann, ja, Schwester, mir geht es heute nicht so gut, ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl. Und ihr müsst ja da dann auch in den Dialog gehen, was ja das wunderbare Berufsbild ja auch darstellt. Ihr redet mit, ihr habt ja ein Mensch-zu-Mensch-Verhältnis. Ja? Ja. Wie gehen Sie damit um? Also Sie führen ja Dialoge mit dem Patienten. Ja, also hinsichtlich seiner Erkrankung gehe ich eigentlich recht normal mit dem Patienten ins Gespräch dann. Wenn er mir sagt, irgendwas stimmt nicht, ich fühle mich nicht wohl, dann gibt es natürlich Fragen, die man stellt. Tut ihn irgendwas weh? Ist ihn eher übel? Ist das Bett unbequem? Was können wir machen? Sollen wir sie noch mal aufsetzen? Sollen wir einen Schluck trinken als erstes, dass die Lippen ein bisschen befeuchtet sind? Weil unsere Patienten dürfen auch nicht wahllos trinken, weil sie eben das Problem haben, dass sie herzkrank sind und wir da auch immer drauf achten müssen. Also es ist wirklich mit dem Patienten ins Gespräch zu gehen. Oftmals fehlt uns leider die Zeit dafür, weil eben andere Patienten auch auf uns warten. Aber das ist ein richtiger, wichtiger Faktor, dem Patienten zu sagen, so, jetzt unterhalten wir uns und erzählen Sie mir doch einfach mal, was los ist. Also Sie motivieren auch? Ja, schon. Es gibt natürlich auch Patienten, die nicht so gerne reden. Ja. Das haben wir ja überall, es sind halt Menschen überall. Und da muss man eben so ein bisschen geschickt manchmal fragen. Wir sind natürlich auch, sollten Kommunikationstalente irgendwie so ein bisschen sein und uns auf die Patientensituationen einlassen. Naja, den Charakter des Patienten auch ein wenig wahrnehmen. Ist natürlich ja ganz wichtig. Ihr Berufsbild ist ja ein sehr kommunikatives. Ja. Ja. Ich kann mich erinnern, ich war mal vor vielen Jahren im Deutschen Herzzentrum, also Rüdiger Lange ist ein enger Freund von uns, und dann kam ein Patient
Und der Professor sah ihn und er hat ihn offensichtlich vorher operiert. Dann sagt er, ja, Herr Professor, ich habe hier immer so einen Druck. Dann hat der Professor lang gesagt, jetzt hören Sie mal auf, Sie schauen super aus. Und dann, der ist wie erneuert, ist der weggegangen. Ja. Also diese Motivation ist ja auch wichtig. Sie haben es natürlich, Frau Sellmeier, Sie haben es natürlich mit zwei Patienten zu tun, meistens also mit dem Kleinen, ja, der noch nicht so sprechen kann, der aber weinen kann, der aber auch lachen kann. Mhm. Ist ja auch schön, wenn so ein Kleiner sie mal anlacht oder? Ja. Oder mal so die Hand ausstreckt oder so. Oder wenn sie ihn spüren. Aber dann gibt es ja, sagen wir mal, die Eltern. Das sind ja auch manchmal noch die schwierigeren Patienten, oder? Ja, sie sind nicht direkt unsere Patienten. Wir sehen die Familie aber immer als ganzheitliches, weil die Eltern haben natürlich viele Fragen. Das Verhältnis der Eltern zu ihrem Kind ist natürlich ein anderes als bei den erwachsenen Patienten, die Angehörigen. Und die haben viele Fragen, die Eltern, die wollen über alles informiert sein und das machen wir, so gut es geht. Die rufen ganz häufig abends nochmal an und fragen, ob alles in Ordnung ist, damit sie selber beruhigt in die Nacht gehen können und dann in der Früh auch gleich oft wieder, bevor sie dann zu Besuch kommen. Wie war die Nacht? Wie geht's? Ich komme dann in einer Stunde. Einfach nur so als Info, eben weil sie sehr eng in Kontakt auch mit uns sein möchten, um genau dabei zu sein und genau zu wissen, wie geht's ihrem Kind, worauf müssen sie sich vielleicht auch einstellen an dem Tag, wenn die Nacht nicht ganz so gut war. Genau. Und wir sind immer sehr bestrebt, dass wir den Eltern auch Pausen gönnen, dass wir ihnen auch mal sagen, sie waren jetzt den ganzen Tag da, gehen sie beruhigt in ihren verdienten Feierabend auch und kommen sie morgen wieder, um wieder genauso viel Kraft zu haben für ihr Kind, weil es ist anstrengend. Auch wenn man nur den ganzen Tag vielleicht am Bett sitzt und nicht so sehr viel tun kann, außer Händchen halten oder das Kind mal auf den Arm nehmen, ist es trotzdem anstrengend für die Eltern, auch sehr emotional anstrengend, weil die natürlich immer in der Angst sind, läuft jetzt wirklich alles gut. Aber es gibt natürlich auch mal Phasen, wo es nicht so gut läuft in der Genesung der Patienten, der Kinder. Und das ist für die Eltern dann natürlich emotional sehr anstrengend. Dann sind die auch immer in so einem Stand-by-Modus, genau, wo sie einfach denken, oh, wenn das Telefon klingelt, kann auch mal was sein. Kann was Ernstes sein. Genau. Unsere Patienten sind chronisch kranke Patienten in der Hauptsache. Wir sehen die über viele Jahre immer wieder. Wir sehen die teilweise auch monatelang am Stück, weil die eben von ihren ersten OPs an manchmal nicht so gut das Ganze läuft, wie man es sich wünschen würde. Und dann dauert es halt einfach, bis die Kinder wieder gesund sind. Ist es auch nicht so, dass wir an Weihnachten immer alles nach Hause schicken können, weil eben manche nicht gesund genug sind. Viele Familien feiern Weihnachten bei uns oder eben Ostern auch. Und dann sind wir aber auch sehr bestrebt, das so angenehm wie möglich für die Familien zu machen. Es gibt immer kleine Geschenke, da kommt dann auch der Nikolaus in der Weihnachtszeit und so. Schön. Für die etwas größeren Kinder ist das natürlich immer sehr schön. Frau Flick, was gibt Ihnen Kraft? Kraft gibt mir oftmals mein Team. Sie sagen, das Team, also wir sind ein Team, ja. Beschreiben Sie mal Ihr Team. Beschreiben Sie mal. Ja, mein Team ist sehr groß. Ja. Sehr bunt und sehr unterschiedlich. Von jung bis zur älteren Generation. Aber meistens Damen, oder? Meistens Damen, ja. Warum zu ist wenig warum, Männer. Warum ist das so? Ja, es in der Kinderkrankenpflege ist tatsächlich mehr weibliche Pflegekräfte gibt. In der Erwachsenenkrankenpflege ist es schon auch sehr gut durchmischt eher. Aber haben Sie auch einen Mann? Ja, in Ihrem wir Team? Haben eine Handvoll. Handvoll. Genau. Und die hegen und pflegen wir tatsächlich. Ja, wir sind ein sehr durchmischtes Team mit vielen Nationen auch, viele Herkunftsländer, unterschiedlichste Altersstufen haben wir, unterschiedlichste Erfahrungsstufen auch. Wir haben eben Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, wir haben Gesundheits- und Krankenpfleger. Also wir haben ja bei uns auf der Intensivstation vereint die Kinderkrankenpflege mit der Erwachsenenkrankenpflege. Das ist auch das Besondere bei uns. Wenn man bei uns anfängt, lernt man die Kinderkrankenpflege und die Erwachsenenkrankenpflege. Das heißt, wenn eine Kinderkrankenpflegerin oder ein Pfleger bei uns anfängt, kommt die Erwachsenenkrankenpflege dazu und andersrum. Das ist ein sehr besonderes, das ist eine sehr besondere Intensivstation und wir begleiten unsere Patienten halt oft ihr Leben lang. Ich hatte gestern eine Kollegin, die seit 40 Jahren da ist und die jetzt demnächst in Rente geht und sie hat gesagt, diesen Patienten, den wir Weihnachten hatten, den hatte ich schon als Kind und der war mittlerweile 35. Also es sind große Geschichten auch dahinter. Es ist viel, viel
ja nicht nur der Patient und die Krankheit des Patienten, sondern auch die Geschichte der Familie, Berufsfelder der Familie. Oftmals ist es, wenn ein Patient bei uns kommt, dass beide Eltern, ja, Mutter ist in Mutterschutz und der Vater ist, kann plötzlich nicht arbeiten gehen, weil die Situation so besonders ist. Und das spüren eben auch unsere Pflegekräfte. Sie müssen diesen hochkomplexen Patienten betreuen und wollen es auch. Das ist unsere Spezialität. Das machen wir. Das ist auch unsere Professionalität auf der Intensivstation. Aber es ist eben, und es kommt dann hinzu, der Angehörige und seine Geschichte auch. Die Belastungssituation, in der sie sich befinden. Und da sind die Pflegekräfte ja 24 Stunden am Patienten und kriegen das mit. Wir werden natürlich unterstützt auch vom psychosozialen Team, die vieles auch abfangen bei den Angehörigen. Aber das ist so, das gibt, und das gemeinsam unser Team und was wir immer wieder gemeinsam alle schaffen und die ganzen Unterschiedlichkeiten, die interessieren mich, die möchte ich sehen, die möchte ich kennenlernen. Und das ist das Spannende an meinem Beruf zusammen mit der Patientenbetreuung eben. Und daraus schöpft man sehr viel Kraft, als Team zu funktionieren. Jetzt ist es ja so, es gibt ja immer eine Einlieferung des kleinen Patienten oder des großen Patienten. Und da ist ja erstmal logischerweise eine Diagnose, die dann im Laufe von Stunden oder schon durch Fachärzte schon reingetragen wird. Das heißt, Sie wissen, es steht eine OP an oder es steht eben einfach ein langer, langer Genesungsweg an oder vielleicht manchmal ein lebenslängliches Betreuen steht an. Ja? Jetzt im Vorfeld, da seid ihr ja auch ganz wichtig. Da fragen die Eltern ja, also Frau Sellmeier, wie würden das sein? Das sind ja auch manchmal so emotionale Gespräche, wo sie auch auf der einen Seite beruhigen können, auf der anderen Seite wissen sie ja nicht, wie geht es schlussendlich aus. Meistens sagt man, es wird gut sein. Sie haben motivierte Ärzte, Sie haben ja auch einen wunderbaren Chef, Professor Ebert, der ja auch so wirklich herzlich ist und der wirklich ja auch eine große Kapazität ist. Aber wie geht ihr damit um im Vorfeld? Das gleiche Frage gebe ich dann an Sie weiter. Wenn jetzt jemand reinkommt, steht vor einer schweren Herzoperation. Da muss man ja logischerweise gewisse Dinge vorher in Ordnung bringen. Wie geht es bei Ihnen? Also der Weg der Familien bei uns ist häufig schon vor der Geburt, dass die das erste Mal zu uns in die Klinik kommen, weil intrauterin, also im Mutterleib, in der Schwangerschaft schon festgestellt wird, dass das Kind einen Herzfehler hat. Also angeboren. Genau. Mhm. Und wenn die Eltern das erfahren durch ihren Gynäkologen oder bei den Untersuchungen, wo man ja routinemäßig heutzutage ist in der Schwangerschaft, dann werden die häufig gleich weiterverwiesen eben an das Herzzentrum. Und unser psychosoziales Team nimmt die Eltern quasi in der Schwangerschaft schon in Empfang, spricht mit denen schon durch, auf was sie sich so ein bisschen vorbereiten müssen, wie die Möglichkeiten sind. Ist da auch sehr realistisch für die Eltern. Also da wird schon auch gesagt, es kann gut sein, es kann aber auch immer wieder Komplikationen geben, sodass die Eltern die Klinik schon mal kennengelernt haben. Weil, wenn es angeborene Herzfehler sind, dann kommen die gleich nach der Geburt in der Regel zu uns zunächst auf die Intensivstation. Je nachdem, in welcher Geburtsklinik die Eltern entbinden, wenn die fit sind und eine eigene Intensivstation haben, dann bleiben die da auch mal so 2, 3, 4 Tage, bevor sie dann eben auf unsere Intensivstation kommen. Oder manchmal auch zu uns auf Station, wenn die Kinder stabil sind, dann können die eben auch in den Intermediate-Care-Bereich bei uns. Und dann wird diagnostiziert, was für ein Herzfehler ist es nochmal genau, weil es ist ein Herzfehler, es kann aber auch nochmal noch kleine Dinge dazugeben. Und dann wird entschieden, reicht erstmal eine Herzkatheteruntersuchung oder muss gleich eine OP stattfinden, die dann häufig in der ersten Lebenswoche schon stattfinden. Und je nach Herzfehler sind es immer wieder OPs, die gemacht werden müssen. Oder eben immer wieder Herzkatheteruntersuchungen auch mal zur Diagnostik, auch zur Intervention. Und das muss man den Eltern natürlich auch im Vorhinein sagen, was auf sie zukommt. Und dann können sie es meistens auch besser annehmen. Wir haben natürlich immer wieder Kinder dabei, bei denen ist es nicht bekannt.
Da konnte man das vorher nicht erkennen, dass es eben einen angeborenen Herzfehler hat. Und da erleben wir, dass das die Eltern viel mehr betroffen macht, wenn die sich in keinster Weise darauf vorbereiten konnten, sondern wenn vielleicht erst bei der ersten U, also direkt nach der Geburt, ersten Untersuchung das auffällt oder bei der U2 auffällt am dritten Lebenstag, dann sind die Eltern wesentlich bestürzter und können da wesentlich weniger gut mit umgehen, weil einfach diese Vorbereitungszeit fehlt. Wie ist es denn so bei so intensiv Medizin-Dingen, wenn jetzt einfach eine OP ansteht, wo dann die Eltern kommen oder wenn eben jemand angeborenen Herzfehler hat, dann kann der Patient ja durchaus 20, 21 Jahre sein, ihr begleitet den ja quasi ein ganzes Leben lang. Wie ist es da, diese Unsicherheit vor der OP, wo man dann einfach kommt und sagt, Schwester, Sie können uns doch sicherlich mal sagen, wie geht denn sowas? Und wo Sie dann immer so vielleicht auch in der Balance sind und sagen, Mensch, ich darf das ja gar nicht sagen, aber ich kann es nicht sagen, ich kann Ihnen das nicht sagen, sondern ich muss ihm irgendwie ein Gefühl geben, dass er spürt, ich bin für ihn da. Ja. Also meistens kommen die schon von Frau Sellmeier zu uns und sind schon aufgeklärt, werden auf der Normalstation aufgenommen und gehen dann in den OP und kommen nach der OP zu uns auf die Intensivstation. Dann sind die Angehörigen schon, die warten dann eigentlich mehr auf den Anruf vom Chirurgen oder auf den Kinderkardiologen, was ist jetzt bei der OP passiert. Die sind immer sehr gut vorbereitet, das muss man sagen. Haben wir aber auch Patienten, die als Notfälle zu uns kommen, aus anderen Kliniken, frisch entbunden und der Herzfehler war eben nicht bekannt. Und dann wird der Patient ist plötzlich nicht mehr stabil auf der anderen Intensivstation und kommt dann zu uns auf die 3-3 im Deutschen Herzzentrum. Und dann sind die Angehörigen in einer Ausnahmesituation, ne? Ganz klar. Dass sie einfach vor den Kopf gestoßen sind. Ja, absolut. Jetzt nochmal andere Intensivstation und wieder. Und wie geht es da jetzt? Und meistens wird der Patient wird entgegengenommen von den Pflegekräften, wird aufgenommen, wird an die Monitore angeschlossen. Dann wird sich der Patient sehr genau angeschaut. Und dann kommen auch schon die Ärzte und machen meistens einen Herzultraschall. Und dann kommen irgendwann die Angehörigen nach, weil der Patient kommt meistens mit dem Rettungswagen oder mit dem Helikopter auch. Und dann schauen wir, dass wir die entgegennehmen und ihnen erstmal erklären, wie das bei uns läuft auf der Intensivstation. Also Besuchszeiten und dann, wie sind sie versorgt im Ronald-McDonald-Haus, wo sie übernachten können. Dann kommt das psychosoziale Team auch hinzu, weil wir halt wirklich hauptsächlich zuständig sind, dann für den Patienten zu gucken, dass es ihnen gut geht. Aber ihr habt ein wunderbares Netzwerk. Ja, auch, absolut. Das ist absolut gute Zusammenarbeit. Das ist großartig. Auch mit dem McDonald's-Haus, also wo dann die Mütter oder die Eltern untergebracht werden können. Das ist meistens ein Anruf und dann geht schon alles so seine Wege, dass sich um die Angehörigen gekümmert wird. Und dann erklären wir ihnen, wenn sie ins Zimmer kommen zu ihrem Kind dann oder zu ihrem erwachsenen Angehörigen, wie sie sich verhalten können, dass sie eben auch mal die Hand nehmen dürfen oder eben auch bei schwerst instabilen Patienten, dass sie mehr daneben stehen und etwas vorlesen dürfen, vielleicht auch mal nicht anfassen dürfen, weil es ihm so schlecht geht. Jetzt, Frau Sellmeier, gibt es ja Patienten und Patientensäuglinge, die lange bei Ihnen sind und irgendwann verlieren sie auch mal oder die Ärzte verlieren. Was geht da in Ihnen dann vor? Das macht uns alle immer sehr betroffen, weil wir eben unsere Patienten vielfach schon sehr lange kennen auch. Das hört sich bei dem Säugling jetzt komisch an, weil so lange kann man den ja noch gar nicht kennen. Aber wenn das Kind als Neugeborenes zu uns kommt und dann manchmal 4-5 Monate bei uns ist. Und Tag und Nacht im Grunde, ja. Genau, Tag und Nacht betreut wird von uns. Und dann stellt sich heraus, okay, wir haben jetzt alles getan. Wir können nichts mehr machen. Wir müssen das jetzt aushalten, den Weg, den die Eltern vielleicht dann auch für ihr Kind vorgesehen haben. Das macht uns immer alle sehr betroffen und wir als Team versuchen halt dann zusammenzustehen. Man muss drüber sprechen im Nachhinein. Das fällt dem einen leichter, dem anderen nicht so leicht. Der braucht vielleicht ein paar Tage länger Zeit, bis er sagt, okay, jetzt kann ich darüber reden. Aber das ist ganz wichtig, dass man sich im Team mit der befreundeten Kollegin vielleicht, befreundeten Kollegen austauscht, dass man so einen Fall nochmal nachbespricht vielleicht auch, woran lag es denn jetzt, dass wir nichts mehr machen konnten. Letztendlich wird immer alles versucht und es wird immer lange versucht. Aber mir hilft persönlich, dass ich dann weiß, es ist alles versucht worden und irgendwann
muss man leider erkennen, wir können nicht jedem helfen. Und das ist halt leider dann ein Patient gewesen, dem haben wir so gut wie möglich geholfen. Und jetzt ist es vielleicht auch besser, dass er gehen darf, weil es betrifft dann auch immer die ganze Familie. Es betrifft dann auch nicht nur Mama und Papa, die dazugehören, sondern vielleicht auch die Geschwister, die noch dabei sind. Die Oma, Opa. Den Opa, ja. Tanten, Onkel. Also das hat schon weitreichende Folgen für die ganze Familie. Und dadurch, dass das chronisch kranke Patienten sind, muss man ja auch immer damit rechnen, dass sie wieder ins Krankenhaus müssen. Die Lebensqualität der Kinder muss man anschauen, der ganzen Familie muss man anschauen. Und ich denke mir, wenn wir alles versucht haben und es soll nicht sein, dann ist es so. Dann muss man das auch mal akzeptieren. Das ist nicht leicht und es macht betroffen, aber es gehört leider auch mit zu dem Beruf dazu. Frau Flick, ihr seid ja auch unglaublich technisch unterwegs. Ihr habt ja einfach so einen Hightech-Park. Ihr müsst ja da unglaublich viele Knöpfchen drücken, viel elektronisches Verständnis, IT-Verständnis mitbringen. Ist ja ein spannender Bereich des Berufsbildes einer Krankenschwester. Ja, das ist die Intensivstation. Ja. Ne? Man mag sie oder man mag sie nicht. Genau. Wir mögen aber sie alle. Mögen sie, oder? Ja, es ist meine absolute Leidenschaft. Ja. Das war der Moment, als ich die Intensivstation betrat, war klar, den Weg möchte ich unbedingt gehen. Es war der Schweregrad der Erkrankung, es war das medizinische Equipment, die Beatmungsmaschine, das Monitoring, die Dialyse, die Nierenersatztherapie und in unserem Fall, eben auch etwas Spezielles bei uns im Herzzentrum, ist es die ECMO, die Funktion der Lunge und des Herzens übernimmt. Und das ist etwas, es braucht einen gewissen Erfahrungsgrad und auch vor allen Dingen sehr gutes, breit aufgestelltes Wissen, was so Physiologie, Pathophysiologie vom Patienten angeht. Also man muss wissen, wie das Herz funktioniert, in welche Richtung es schlägt und was man alles beachten muss. Und das ist etwas, warum man Intensivmedizin bei uns macht. Ja, diese Patienten, das ist unsere Professionalität. Ja, warum wir auch Weltspitze seid. Also das ist einfach großartig. Ja, wir können das einfach, muss man so jetzt sagen. Jetzt in Corona-Zeiten, Masken tragen ist für euch ja auch vor Corona schon ein Thema gewesen oder logischerweise. Aber jetzt dürfen natürlich die Verwandten nicht mehr so schnell jeden Tag kommen etc. Jetzt seid ihr ja absolute Kommunikationswunder geworden. Ihr müsst ja telefonieren oder wie geht's dem Kleinen, was macht er oder hat er gelacht, hat er Bäuerchen gemacht oder was auch immer. Also alles, was da dazu gehört. Sagen Sie doch da mal ein bisschen was drüber. Also in Zeiten von Corona ist das Besuchen natürlich schwieriger geworden, wobei wir da für die Kinder natürlich auch Ausnahmen, also wir laufen ein bisschen vorbei an der, ihr kämpft auch an der Regel. Besuchszeit, genau. Die Eltern dürfen zu Besuch kommen, wir haben Besuchszeiten wieder einführen müssen, wir hatten die eigentlich abgeschafft, mehr oder weniger. Jetzt haben wir Besuchszeiten einfach wieder eingeführt, um das Ganze ein bisschen mehr im Auge zu haben, ein bisschen mehr im Blick zu haben. Und es dürfen auch nur in Ausnahmesituationen beide Eltern kommen, vor einer OP zum Beispiel oder am OP-Tag dann auf die Intensivstation oder am Tag der Herzkatheteruntersuchung. Da dürfen beide Elternteile gleichzeitig kommen. Ansonsten darf immer nur ein Elternteil zu uns auf Station kommen. Es sei denn, die Kinder sind in einem Eltern-Kind-Zimmer untergebracht. Das heißt, ein Elternteil ist sowieso die ganze Zeit beim Kind und dann darf der zweite Elternteil am Nachmittag auch für ein paar Stunden zu Besuch kommen. Geschwisterkinder leider nicht. Auch keine Omas und Opas. Also es gibt durchaus Kinder, die geboren werden, über Monate bei uns sind, wo Oma und Opa ihre Enkelkinder leider noch nie gesehen haben. Außer dann im Zuge der neuen Medien mit dem Handy gefilmt oder fotografiert oder so. Wenn uns jetzt einfach mal so ein bisschen die bayerische Staatsregierung zuschaut, dann werden die sicherlich euch beide wunderbar finden. Und es wird ja auch von unserem Bundesgesundheitsminister immer gesagt, ja, wir müssen gerade für diese Berufe, Krankenschwester, müssen wir viel mehr tun und so weiter. Habt ihr das Gefühl, dass das ankommt? Schwere Frage. Wir können jetzt nicht in die Werbung gehen. Nee, ist klar. Wir brauchen jetzt schon eine Antwort. Also das ist eine schwierige Frage, weil aber Sie können sie mal beantworten. In der alltäglichen Arbeit hat man nicht das Gefühl, dass es ankommt. Das muss man leider sagen. Das ist irgendwie traurig. Es ist Anfang 2019 ist ein neuer Tarifvertrag in Kraft getreten. Damit ist der Beruf schon aufgewertet worden. Also es gab finanziell mehr.
Das ist auch sehr schön und das ist auch sehr, sehr gut angekommen bei den Pflegekräften. Aber was bei uns einfach elementar ist, und das merken wir in dieser Stadt München einfach umso mehr, dass der Fachkräftemangel. Der Fachkräftemangel in Bezug darauf, dass wir Kinderkrankenschwestern brauchen, Kinderkrankenpflegepersonal und die Intensivstation, die ausgebildete Fachpflege. Es gibt in München viele Kliniken und die stehen, was das angeht, auch immer ein bisschen in Konkurrenz. Und es gibt einfach nicht genug Fachpflegepersonal und nicht genug Kinderkrankenpflegepersonal. Und die Jobs kann man sich im Moment aussuchen. Da sagt man, ich schmeiß hier hin und habe 3 Tage später in einer anderen Klinik einen neuen Job. Das ist einfach im Moment so. Die Kliniken auf dem Land haben dieses Problem nicht so sehr. Da höre ich immer wieder, nee, wir sind voll besetzt auf den Intensivstationen, auch auf den Kinderstationen. Das ist einfach ein München-Problem, ein Großstadtproblem. Auch wegen Mietpreisen. Weil das Leben in München natürlich sehr teuer ist. Super teuer ist. Klar, es gibt diese München-Zulage, die wir noch bekommen, die aber auch eher gering ausfällt. Und das hilft nicht, um hier die Mietpreise sich leisten zu können. Das muss man ganz ehrlich sagen mit dem Gehalt. Und deswegen ist das Problem, dass man nicht das Gefühl hat, es kommt wirklich an. Ne? Und die Akzeptanz in der Bevölkerung hat man auch häufig das Gefühl, die ist gar nicht so da. Ich kriege zwar immer wieder zu hören, ach, du bist Kinderkrankenschwester, das ist ja schön. Und dann sehe ich aber jemanden, der dann nur diesen hier macht, weil er zeigt, er hat ein Baby auf dem Arm. Ja, aber das ist der Beruf einfach nicht. Es ist ein hochkomplexer Beruf, gerade auf der Intensivstation, wie Sie es gerade beschrieben haben, mit der ganzen Technisierung. Und auch ein lebensrettender Beruf in vielen Bereichen. Ja, ja. Auch ein hochkomplexer Beruf, ja. Weil man viel können muss. Man muss sich mit Technik auskennen, man muss Kommunikationstalent sein, wie Sie es so schön gesagt haben. Man muss im Kollegium gut umgehen. Man muss ein großes Herz haben. Genau, und man muss engagiert sein, weil man kann nicht immer um 2:30, wenn der Chef macht ja auch Lebensberatung für die Eltern. Und, also es ist im Grunde ein wunderbarer Beruf. Aber wenn Sie einfach mal so eine Botschaft zum Beispiel an die Verantwortlichen in der Politik äußern wollen, was würden Sie denen sagen? Also als erstes würde ich gerne antworten und sagen, nein, es kommt nicht an. Kommt nicht an? Nein, es kommt nicht an. Es ist die, das ist ja beschämend im Grunde. 8% oder 9%, die wir mehr Gehalt gekriegt haben, über 3 Jahre gestaffelt, ist natürlich schön, aber Geld hält nicht lange zufrieden. Nee. Das ist ja nicht mal so. Wir würden uns natürlich darüber freuen, dass wir mehr Geld bekommen haben. Die Botschaft ist ganz klar, es ist ein Beruf, in dem man sich sehr stark engagieren kann. Es ist auch ein Traumberuf. Es ist ein Traumberuf. Man kann sich weiterentwickeln. Es gibt so viele Fachbereiche, in denen man arbeiten kann. Und der Fachkräftemangel hat ja etwas Schlechtes, nämlich dass er besteht, dass wir zu wenig Pflegekräfte haben. Aber er hat auch irgendwie was Gutes oder nicht. Man darf, glaube ich, nicht sagen, gut, das ist jetzt verkehrt, aber man kann überall arbeiten, wo man will. Auf der ganzen Welt. Man kann überall arbeiten, ja. Man muss dann noch gucken, ob das Diplom dann passt oder das Examen dann passt. Aber man kann in Bereichen arbeiten. Man kann von der Erwachsenenkrankenpflege wechseln zur Kinderkrankenpflege. Man kann als Krankenpflegerin und Krankenpfleger in der Altenpflege arbeiten, wenn man mal was anderes machen möchte. Man kann auf Intensivstationen arbeiten, in Funktionsbereichen. Man kann eine Fachweiterbildung machen. Man kann Fortbildungen besuchen, indem man sich wirklich spezialisiert auch. Wie ich habe mich spezialisiert auf die Intensivpflege und für die Erwachsene, bin mittlerweile in der Kinderkardiologie, fühle mich dort sehr wohl, musste mich aus meiner Komfortzone herausbewegen und etwas Neues lernen. Es war sehr, sehr spannend und das macht uns aus. Wir sind nämlich extrem beweglich und wir müssen beweglich sein. Wir müssen dynamisch sein, wir müssen mit der Zeit gehen, das wollen wir auch. Und die Pflege möchte für die Pflege sprechen. Wir wollen für uns selber sprechen. Wir brauchen keinen Wirtschaftsminister, der für uns spricht. Lassen wir einfach mal die Pflege sprechen. Die Leute, die am Patienten arbeiten, tagtäglich mit ihnen zu tun haben und ihren Beruf stärken, immer wieder im Frühdienst, im Nachtdienst und im Spätdienst. Und 24 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Wir sind immer da. Jetzt ist es ja so, ihr habt, wie gesagt, keinen Ärztemangel, sondern ihr habt tatsächlich einen Krankenschwestermangel, also im Kinderbereich. Ja. Warum ist das so? Wie Frau Flick schon sagte, man muss sehr beweglich sein. Man muss sich auf vieles einstellen. Man hat immer wieder Dinge, die man noch nicht hat. Es ist immer wieder neu.
Ja? Aber ist ja schön. Kinder, ist ja natürlich schön. Ist es schön. Ja. Kinder, das ist der Säugling, der, ja. das Neugeborene, was auf die Welt gekommen ist. Das Frühgeborene auch, ja. gehört auch dazu. Und es geht aber bis zum vollendeten 17. Lebensjahr. Das sind alles Kinder. Man kann sich aussuchen, möchte man mit größeren Kindern zusammenarbeiten, mit Jugendlichen, mit Schulkindern oder mag man lieber die Säuglinge. Das macht den Beruf auch aus. Man ist da unheimlich flexibel. Und warum ist das so? Ja, manche mögen halt das nicht, dass es so flexibel sein muss. Manche möchten sich nicht aus ihrer Komfortzone hinaus bewegen. Ja? Der Job ist anstrengend. Der ist körperlich anstrengend, der ist emotional anstrengend, wie wir vorhin schon ausgeführt haben. Der Schichtdienst, das ist nicht jedermanns Sache. Und für den anstrengenden Job ist die Bezahlung bei vielen einfach nicht ausreichend. Da hat sich auch das Menschenbild, glaube ich, gewandelt in den letzten Jahrzehnten. Die jungen Leute denken sich, warum soll ich einen Job machen, der so anstrengend ist, aber hinten raus eigentlich nicht so viel für meine Freizeitgestaltung liefert, im finanziellen Sinne. Die suchen sich lieber einen Schreibtischjob, wo sie das Doppelte verdienen und eben nicht so einen Stress haben, wo man täglich um 2:30, wenn man Feierabend hat, den Stift fallen lässt und sagt, ich gehe jetzt, tschüss. Das kann man halt bei uns oft nicht. Dennoch kriegt ihr unglaublich viel zurück. Also ich bleibe dabei, ihr seht, dem Patienten geht es besser, der Patient kriegt Hilfe, dann die Eltern sind beruhigt, ihr seid ja auch irgendwie, ja, ihr habt ja so eine unglaubliche Lebensweisheit auch. Jeder Mensch, der da reinkommt, ist ja ein anderer Mensch, ja, und hat eine andere Verwandtschaft. Also wie schön ist denn das? Beschreiben Sie das auch mal, weil es schauen Sie ja sicherlich Menschen zu, die vielleicht momentan sagen, Mensch, vielleicht ist das für mich was, ich lasse mich umschulen. Ja? Dauert vielleicht 2 Jahre oder so, aber da habt ihr ja, also ihr werdet ja wunderbare Damen, die mal jemand sagen, komm, kommt mal rein. Also ihr habt ja auch so viele schöne Dinge. Ja? Also Sie haben es beschrieben, das Deutsche Herzzentrum ist ja ein Traum, ihr seid an der Spitze der Medizin, ihr könnt... Einfach, ich sage es mal, im Vergleich zum Bürojob, wo man immer das Gleiche macht, können Sie immer das Gleiche nur erzählen. Bei Ihnen können Sie sagen, Mensch, ich habe heute wieder jemand geholfen oder ich habe jemand aufgebaut. Ihr seid ja auch zwei großartige Motivatorinnen. Das ist ja was Tolles. Ja? Aber machen Sie doch damals so einen Pitch, dass Sie mal sagen, Kommt, es ist ein toller Beruf. Kommt zu uns ins Herzzentrum. Ja, absolut. Also, Sprechen Sie mal da rein. Kommt zu uns im Herzzentrum auf die 3.1 und auf die Normalstation und auf die Intensivstation der 3.3. Wir suchen dynamische Mitarbeiter, die Lust haben, mit uns richtungsweisend für die Pflege zu arbeiten. Wir machen Projektarbeit. Wir schauen immer, dass wir einen Schritt vorgehen in der Patientenversorgung, in der Versorgung auch für uns als Mitarbeiter ganz wichtig. Wir wollen eine hohe Patientenzufriedenheit und genauso eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Wir bieten eine sehr fundierte Einarbeitung. Wir bieten Fort- und Weiterbildung. Die Weiterbildung wäre die bei uns auf der Intensivstation die Fachweiterbildung und wir bieten ein kunterbuntes Team, in dem man sich einfinden muss und dem man sich sehr, sehr gut weiterentwickeln kann. Und in dem auch mal gelacht wird? Ja. Ja. Erzählen Sie doch mal, Sie können ja auch mal so ein bisschen noch weiter sprechen. Kommen Sie mal, Frau Silber. In einem Team, wo viel gelacht wird, ja. Wo viel auch auf freundschaftlicher Basis läuft, wo wir sehr darauf bedacht sind, die neuen Kollegen immer mitzunehmen, einfach an dem Punkt abzuholen, wo sie stehen, ihnen die Einarbeitung so lang ermöglichen, wie sie gebraucht wird, um gefestigte Persönlichkeiten einfach in die Arbeit mit unseren Kindern, mit unseren Patienten zu schicken, um lange, so lange wie möglich dabei zu bleiben. Und ich glaube, die Menschen, die jetzt kommen oder die eben sagen, Mensch, das wäre es was, das geht nur von Herz zu Herz im Sinne einfach wunderbaren Lebens, im Sinne Helfens. Und ihr seid wirklich zwei Damen, die wirklich helfen. Vielen Dank, dass ihr heute mal bei mir in der Sendung wart. Gerne. Ganz toll. Danke. Ich bin ganz stolz auf euch. Und liebe Zuschauer, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe Ostern. Diese Sendung präsentiert Ihnen die Münchner Bank, die Herzensbank der Münchner.